Hallo zusammen, ich möchte euch die Sternzeichenlegung für Sternzeichen Zwilling aufnehmen. Wir schauen mal, was der April für die Zwillinge bereithält. Denkt daran, es ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, ist es nicht deine Botschaft und dann ignorieren. So, unter dem Video sind alle Infos zu mir verlinkt und jetzt starten wir. Wir schauen eine Hauptüberschrift an für Sternzeichen Zwilling im April. Und wir haben ideale Vorgehensweise. Ich stutze, weil ich glaube, das war schon mal, aber keine Ahnung. Ich glaube, du hast immer noch die ideale Vorgehensweise, auch im April, um nach vorne gehen zu können und zu dem Schloss, wo du dir erbauen möchtest, hinzugehen. Gut, vielleicht ein Traumschloss, vielleicht etwas anderes, einfach dein Wunsch. Aber wir schauen mit Orakelkarten. Das siebte Chakra, der Erzengel Uriel. Die ideale Vorgehensweise, beides hier in den gleichen Farbtönen gehalten. Deswegen heißt es für mich, verbinde dich mit dir, mit oben, was auch immer du glaubst. Und das wird die ideale Vorgehensweise sein. Auch deine Stabilität, weil du bist die Frau, die eine Münze hält. Diese Frau hält hier ein Buch, diese Frau der Engel. Diese Frau hält eine Münze, das ist in ihrem Thron sehr geerdet, aber auch hier mit den Flügeln eine, ja, diese Dualität zwischen Erdung und Freiheit und Anbindung nach oben. Du hast viel in der Hand und du bist wirklich jetzt mit dem Engel der Liebe in einer sehr emotionalen Position. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir schauen mit den Tarotkarten. Aber ich glaube wirklich, du hast die Münzen, du hast das Wissen mit dem Buch, jetzt wirklich nach vorne zu gehen, die richtigen Schritte einzuleiten, um zu deinem Traum, zu deiner Wunscherfüllung zu kommen. Gut, wir schauen mit Tarot. Ja, es wird jetzt wirklich ruhiger. Der April wird ruhig für dich und deine Umwandlung ist beendet. Du hast da viel erlebt, viel gemacht. Die Umwandlung ist erfolgreich beendet mit dem Sieg und du bist als König der Schwerter komplett bei dir in deinem Element und wirklich wieder bei Kräften und geheilt. Wenn das noch nicht so ist, wird das kommen, die Mäßigkeit, die Heilung ausbalanciert und wirklich am Ende von einer sehr schweren Zeit. Aber diese schwere Zeit, ja, wo anscheinend eine sehr große Belastung war, schlaflose Nächte, Sorgen, Zehn der Stäbe, ist jetzt vorbei und du hast die Vergangenheit abgeschlossen. Du hast sogar männliche und weibliche Facette in dir komplett vereint. Auf der einen Seite stabil sitzend und einfach mal abwartend und hier auch so ein bisschen. Du kitzelst das her, was zu dir kommen möchte, bist aber auch absolut bereit, einfach mit dem Schwert Nein zu sagen. Gut, du bist in deiner Kraft und in deiner Stärke und jetzt geht es wirklich darum, trotz den Enttäuschungen aus der Vergangenheit, langsam dich wieder emotional zu öffnen. Deswegen haben wir hier den Engel der Liebe und du wirst dich öffnen. Es wird nicht schnell gehen, es ist ein bisschen langsam mit dem Page, aber es wird klappen. Gut. Wir schauen auf die einzelnen Orakelkarten. Wir haben das siebte Chakra, Uriel, mit dem Buch. Ja, du bist die Herrscherin, du bist gereift, du bist wirklich am Ende von einem großen Prozess. Du wirst die Vergangenheit hinter dir lassen und mutig nach vorne springen, weil du auch das Vertrauen nach oben hast oder zu dir, wenn du dich mit deinem höheren Ich verbindest. Du bist bei dir, du bist ja geerdet. Und trotzdem hast du diese Anbindung und das Vertrauen, das Urvertrauen, dass alles gut wird. Deswegen kannst du mutig nach vorne springen. Und das, was dich hier auf der Erde so stabil gemacht hat, war leider der Herzschmerz. Dass du viel gelernt hast darüber, über Herzschmerz, aber dass du auch gelernt hast, diese Entscheidungen daraus zu gehen, wirklich zu treffen und das zu machen. Eine bewusste Entscheidung, dass du loslassen möchtest und nach vorne gehst. Und jetzt geht es darum, nochmal das Herz, ja, zu fühlen, die Liebe reinzulassen. Und schauen wir mal, ja, das ist die Vergangenheit, wo da noch mit reinspielt, dass du ja nicht immer die Nummer 1 warst tatsächlich und dass dich das jetzt noch im Moment zurückhält und dass alles, was dir zu feurig und zu schnell ist, möchtest du gerade nicht in dein Leben lassen. Und das ist okay, aber mach dir nicht zu viel Sorgen darüber. Wir haben nochmal die schlaflosen Nächte. Es wird einfacher werden und es wird gerecht sein. Wir haben Justitia für alle die Situationen, wo wahren wird die Gerechtigkeit kommen. Und wenn du bewusst die Entscheidung triffst, dass du wieder ins Herz gehen möchtest und dich öffnen möchtest,
dann wird das passieren und es wird gerecht passieren. Wir schauen mal auf die ideale Vorgehensweise. Ja, sei nicht enttäuscht, sei nicht trotzig, wenn etwas Schönes kommt, wenn ein Ast der Kelche kommt, nimm es an, auch wenn es vielleicht in dieser Energie ist, wo dir im Moment Angst macht. Aber Leidenschaftlichkeit, Inspiration, Kreativität kann auch positiv sein. Das muss nicht, ja, es muss dich, vielleicht erinnert dich das an die alte Situation, wo dich enttäuscht hat, aber es muss nicht das Gleiche sein. Deswegen, wenn eine Situation kommt, wo dich herausfordert, komm zur Ruhe und verschließ dich nicht sofort. Immer für offen bleiben für Neues. Ja. Geh nicht in die Abwehrhaltung, sondern wart mal ab, was da kommen möchte. Und das ist ein bisschen eine Lernaufgabe jetzt für dich. Ein kleiner Test zum Schauen, wie weit du geheilt bist, wie weit du in deiner Stärke bist und wie weit du wirklich jetzt bereit bist, diese emotionale Fülle auch wieder in dein Leben zu lassen. Ich lasse das mal so stehen. Wir nehmen eine Engelskarte für Zwilling im April. So, wir haben Seelenerinnerung, wir haben uns für diesen Moment verabredet. Egal, ob das die alten Dinge betrifft oder die neuen, wo kommen möchten, es hat alles seine Daseinsberechtigung und es wurde eine Verabredung für diese Momente getroffen. Deswegen nimm es an, akzeptiere es und dann lass es los. Gut, wir nehmen eine Elbenkarte für Zwillinge. Spüre die Heilkraft von Klängen und Musik. Vielleicht ist das auch eine ideale Vorgehensweise. Wenn du ja, dich nicht gut fühlst, schau mal, ob Musik dir etwas bringt, etwas hilft. Vielleicht machst du selber Musik, vielleicht sind es Lieder, die du gerne hörst. Vielleicht bekommst du auch eine Botschaft durch ein Lied, das kann alles sein. So, wir nehmen noch ein Krafttier für die Zwillinge im April. Die Eule, du siehst jetzt klar und das ist das, du hast das Buch, du hast die Münze, du hast die Stabilität, die Klarheit und den Fokus. Lass dich nicht mehr in die Sorgen hineindrängen. Du siehst klar, du hast den Überblick, du bist weise wie die Eule. Du bist die Herrscherin, du hast hier als Eule eine Krone auf. Mach dir keine Sorgen. Du weißt alles und du hast die ideale Vorgehensweise. Gut, wir schauen für Zwillinge im April mit Lennemore. Ja, das Buch ist geschlossen und hier auch das Buch in der Hand. Ich habe gerade ein bisschen Lärm, sorry. Du hast das Buch geschlossen, du hast Kapitel aus der Vergangenheit geschlossen und jetzt soll das wirklich, diese Sorgen, diese Unruhe, diese schlaflosen Nächte, wo da noch sind, die sollen jetzt gehen. Sie sollen wirklich gehen, weil du auch dieses Kapitel schließen möchtest und du hast so viel Stabilität und Sicherheit mit dem Anker, dass du das ablegen kannst. Vielleicht auch hier eine bewusste Entscheidung zu treffen, nein, ich möchte keine Unruhe, ich möchte keine Sorgen. Und wirklich dir immer wieder vor Augen führen, dass du jedes Hindernis schaffst und in diese, ja, mit den Lilien, in die Leidenschaft, Kreativität, in die Fülle gehen kannst und auch, ja, darfst. Und dass das kommen wird. Ja, das sind noch viele Sorgen, viele Gedanken, aber diese Sorgen und diese Gedanken, diese dunkle Wolken werden der Sonne weichen und das ist das Wichtigste. Und das wird im April passieren, die Sonne wird scheinen. Deine Sorgen, deine Ängste, das wird alles der Sonne weichen. Und das ist sehr gut und wichtig. So, ich lasse das so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen April und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.